Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir noch von der Story-Insel weg sind, gell? Weiß ich auch nicht. Also. Ja moin, da sind wir schon wieder bei Raft, ne? Mit Bloody und Mia. Guten Tag. Hey! Na du? Bärbel. Ja, das ist verstörend mit dem Du siehst auch nicht Bärenkopf. besser aus. Stimmt, ich habe auch einen auf. Ja. Genau, also wir haben jetzt letztes Mal die Insel abgeschlossen, die Story-Insel Balboa. Ja, Und endlich. da haben wir einen tollen Code bekommen, und zwar den 9931. So, den gebe ich jetzt hier ein. So. Ich werde noch mal kurz an den tollen Tisch hier Und gehen. da können wir eigentlich auch schon direkt hinfahren, oder? Ja, natürlich können wir das. Dann schmeißen wir mal kurz die Motoren an. Ja. Also, fangen wir hier an. Eins. Zwei, drei, vier. Hä? ich mach mal den Anker hoch, ne? Oh, war der Anker noch? Ja! Ist noch Suppe da? Nee, natürlich nicht. Es ist noch Kartoffelsuppe. Soße da! Oh nein. Nochmal. Jetzt kommt es episch mal. Das ist der Anker mich draußen. Ja. wieder hochhüpft, ey. Also eins. Zwei. Zwei. Halt jetzt. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Oh, wunderschön. Soundbug hier vom Feinsten. Ja. Ach. Das sind aber so Bugs, damit kann ich halt richtig gut leben. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Oh, das würde mich jetzt interessieren, was du denn gesehen hast. Gerade Far Cry 5 ist da halt wirklich voll von. Die rasten da ständig aus. Wir hatten jetzt beim letzten Mal, als wir das gespielt haben in der Aufnahme, einfach, dass uns ein NPC zu sich geportet hat, so aus dem Nichts heraus. Das war halt richtig toll. Du bist da Cool. mitten im Kampf und auf einmal, zack, bist du wieder weg. Das klingt interessant auf jeden Fall. Ja, das. Ja, so lasse ich das stehen. Interessant war es. Ich habe uns übrigens noch Platz für zwei Motoren gemacht. Also, falls wir weiter anbauen und es irgendwann mal nicht mehr reicht, können wir hier noch easy peasy zwei Motoren aufstellen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ins Wasser springen. Nein, ich baue mir jetzt einen Rucksack. Oh, man kriegt sogar zwei Reihen dazu. Ich habe gelügt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir noch von der Story-Insel weg sind, gell? Weiß ich auch nicht. Also. Du, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da. Das Fleisch kannst du mir nehmen, das habe ich. Aber er hätte ja Neues drauflegen können, meine Güte. Hä, ich bin doch jetzt gerade erstmal mein Inventar am leer machen. Ja, heul doch nicht immer rum. Ich heule rum, wenn es mir dein Kram passt, Ja, Fräulein. höre ich schon, höre ich schon. Du kleine Mimimi, du. Bin Land. Ach, du bist schon? Warte. Ja, ich warte ja auch. Ich wollte nur gucken, was hier so alles rumliegt. Und hüpf. Okay. So, dann erkunden wir mal. Hier liegt ein Kabel. Ja, das ist gut. Boat Repairs. Ja, da können wir uns dann gleich reparieren lassen. Aber Ja, ich glaube, das das finde kann ich man da. wunderbar. Ich gehe nach oben. Ja. Oh, liegt in der Notiz. Nummer 1. Können wir die kurz Oh, wunderbar. durchzählen? Eins. Ja. Oh, warte mal, man kann hier was reinschütten. Wo bist denn du? Ach, da oben. Was ist das? Ah, ja, das möchte ich dir eigentlich jetzt noch nicht verraten. Ich weiß das nämlich. Muss das von da nach da leeren lassen. Ah, verstehe. Okay, ja, nee, wir müssen das leeren lassen, dass es Ja. trifft, oder wir müssen da Ja. noch irgendwas dazwischen hängen. Oder auch So. einfach beides. Es trifft doch. Ah, guck mal, perfekt. Und dann Ja, fällt es aber. da wieder runter. Ja, Mach nochmal, okay. bitte. Ja. Ja, hier scheint es zu stimmen. Kommt dann hier auch was raus? Ah, das stimmt nicht. Was fixst du denn da überhaupt? Was passiert, wenn du es Das Rohr, gefixt ja, das zeige ich dir sofort. Genau, drück mal ordentlich. Na, Ich ah, pumpe. fast. Ich Ja. pumpe für dich. Das machst du wunderschön. Gell? Ja, du bist der beste Pumper aller Zeiten. Oh Mann. Hast du es dann? So, ja. Und dann. Ja, pump mal weiter. Ich zeig das hier ganz frech. Pass auf, hier Ich unten ist dreh nämlich ich. ein Brunnen. Da ist ein Teil drin auf so einem Rettungsreifen. Und das müssen wir jetzt halt durch das Wasser an die Oberfläche treiben, damit wir da drankommen.
Aber du musst noch mehr pumpen. Ja, ich habe mal geguckt, ob's da unten auch noch passt. Okay, ja, also da, jetzt kommt viel mehr. Okay. Jetzt spritzt das viel besser. Ja, ist, wenn man richtig treffen lässt. Oh, ja, ich habe die Pumpe geklitscht, die bewegt sich nicht mehr. Oh, wow. Da, Teil einer Seilrutsche aufnehmen. Bumm. Oh. Ah, eine Notiz. Zweite jetzt, ne? Ja. Die haben sich aus dem Wohnwagen hier was gebaut. Ich finde das lustig. Hühnchen! Ich muss das fressen, oben. Warte mal. Oh! Ach nee, ich muss das trinken. Na, guck mal. Das zweite Teil. Hier ist ein Hinweis, das ist Nummer 3. So, hier haben wir auch noch was drin. Oh, eine Nummer 4. Oh, wunderbar. Ich glaube, da komme ich nicht so einfach. Ach doch, komme ich wohl. Oh, oh nice, ich habe gerade... Oh, gegarte was? Was gibt's denn hier? Das sieht interessant aus. Oh, hier solltest du hinkommen. Das ist scheinbar Story-relevant. Das mache ich jetzt nicht ohne dich. Ich komme. Erscheinen reich, danke. Lass mich kommen, so viel ich will. Ja, okay. Ein freies Land. Ich wasche mich so schnell, wie ich das will. Wie komme ich da hoch überhaupt? Hier einfach über die Brücke. Oh, was ist das denn jetzt hier? Okay, wo fange ich an zu lesen? Der Zug, please take care of it. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. The boy Hillman fought like a man. We could not be more proud. Dini, please wait for me. So, dann mache ich mal hier. Aliyah, I held on as long as I could. Please forgive me. Was tut das so? Ach, das ist der Film hier. Ariel, we were harder on you than you deserved. Sorry. Und dann aber hier noch Junji. You drifted close to us from afar. I wish we'd let you in sooner. Die sind, glaube ich, alle gestorben. Oh. Ja, benötigt 3 Teile einer Seilrutsche. Haben wir noch nicht. Okay, so das war Nummer 5 jetzt. Ja. Aber guck mal hier. Kuppel. Was ist das? Was soll stimmt, das ist eine Kuppel. Ja, ich weiß schon. Ich kenn die letzte Insel. Ja, ich doch auch. Okay, dann springe ich jetzt. Hui. 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 Ja, also jetzt mit dem Vogel über dem Kopf zu haben, ist das natürlich jetzt so richtig, richtig scheiße. Ja, wir könnten den natürlich, wenn wir Lust hätten. Na, ist das der einzige... Nein, ist das der einzige Gegner hier? Nein. Hier ist eine Notiz, Nummer 6. Schön. Oh, da ist unser Raft. Was? Hier ist unser Raft. Oh, Tatsache. In der Ferne. Ja gut, ja, dann mache ich da tatsächlich mal kurz einen Abstecher. Ich habe nämlich nichts mehr zu trinken. Dann können wir einfach hier wieder rüberschwimmen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann geht's weiter. Ja, der Vogel ist halt wirklich, ja. Der schreit penetrant. Das ist aber ganz schön frech von dem, möchte ich mal so gesagt haben. Ja, finde ich auch. Ja, ist ja gut, Mann. Du trischst doch sowieso nicht, du Trottel. Ich bin Vogel, ich bin so dumm, durch die Decke durchzuwerfen. Deswegen glaube ich... Ich bin behindert. Oh Gott, der Arme. Der hat auch Gefühle. Der ist dumm. Ja, der checkt nicht, dass er eine Decke ist. Autsch! Aua! Du Behinderter, du. Also, von wo sind wir überhaupt? Hier rüber. Ja, okay. Von da kommen wir. Was ist da vorne? Und da ist wahrscheinlich nichts. Hast du nicht gesagt, wir müssen tauchen? Ja, müssen wir auch noch. Was haben wir denn hier Feines? Benötigt ein explosives Pulver? Haben wir explosives Pulver? Nein. Nummer 7. Nein, haben wir nicht. Müssen wir wieder zurück, oder? Ja, müssen wir aufs Raft. Hier ist fertig gelootet. Ja. Hast den Stein verschossen. Sehr gut gemacht. Kriegst einen Oscar dafür. Ja, dann gehen wir zum Raft jetzt. Kurz nochmal. Und dann nehme ich auch eine Schaufel mit. Okay, machst du dann das explosive Pulver? Ach ja, stimmt, das war's. Mhm. Ja. Hi, mach ich. Explosives Pulver. Ich glaube, wir haben sogar noch eins übrig. Oh, das ist möglich. Oh, dieser Vogel, ey. Der ist furchtbar. Der nervt mich hart. Ja, dann schießen halt tot. Ja, mach doch selber. Als ob er dich nicht genauso nervt. Ich kann den nicht treffen. Ich bin zu dumm dafür. Dann buddelst du mal aus. Ich benutze das Pulver. Ja, aber ich möchte doch sehen, was dann passiert. Ach so. Oh. Bye, bye. Hey. Have a great time. Warte mal, fliegt das zu dieser anderen Story-Insel jetzt? Oh! Nein. Warte mal. Na, guck mal. Hä?
Guck mal. Was? Wollen wir uns das mal holen? Ja, siehst du nicht, dass da was runterkommt? Oh, jetzt sehe ich das. Das wollen wir uns doch holen. Was ist das? Feuerwerk. Was war das andere? Ein Teil für die Seilrutsche. Wunderbar. Ah, warte mal, hier ist doch irgendwas. Fahrrad. Und eine Notiz, das ist Nummer 8. Das Fahrrad, das bringt das Fahrrad. Also, ah, guck mal, hier, Hier müssen wir tauchen. Können wir, ja, ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, wir müssen jetzt hier tauchen. Halte bitte deinen Bogen bereit, ja? Was kommt? Kugelfisch? Hai? Ja. Blubfische, mehr als genug. Ja, okay, easy. Da ist nämlich schon der erste. Okay, der ist tot. Aber, wir können hier sogar noch auftanken. Okay, ja, jetzt. Ja, ja. Das ist gut. Das ist auch wirklich wichtig, dass wir das tun. Ah, da ist der nächste. Da unten ist auch einer. Den mache ich dann hier unten platt. Ja. Guck mal her. Tricksack. Und der dritte Schuss, der ist tödlich. Zack. Ja, Mann. Aber es ist hier wirklich ein Eisenparadies, ne? Oh, guck mal, hier ist noch einer. Du meinst Schrott, oder? Nein, Eisen. Ist so Eisen? Ich sehe kein Eisen. An den Wänden überall ist voll viel. Echt? Vorsicht! Was Vorsicht? Folgte mir? Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, hier ist der Bauplan. Metalldetektor. Oh, ich muss dringend meinen Sauerstoff auffüllen. Oh, 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 hier, oh, hier, hier, hier. Oh. Oh, ein Fahrrad. Drittes Teil der Seilrutsche. Ah, schön. Okay. Das war aber alles, weil es führt genau hierher. Ja, das war aber auch wichtig, weil die Seilrutsche brauchen wir. Oh, Kugelfisch, Achtung. Okay, den habe ich, glaube ich, verschossen. Oh, oh. Sauerstoff. La, 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 la. Da, ja. Oh, wow, du bist gerade mit dem ganzen Körper nach oben gestiegen. Das sah ein bisschen weird aus. Warte, komm mit. Komm mit mir. Ich folge dir. Rick 18 ist das. Aber meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit fremden Leuten mitgehen. Ich glaube, mittlerweile sollten wir nicht mehr fremd sein, du. Halt die... Oh. So, wir sind da. Gucken wir mal. Ich habe sogar eins. Jetzt ja, du kannst bauen. Jetzt erforschen. Nee, ich habe eins im Inventar jetzt. Oh, ja. Das ist ein Teilrutschbrangeschirr. Schön, ich muss recht es anziehen. Okay. Ausprobieren. Wo fahren wir zuerst hin? Hier. Der Vogel kommt. Aua. Oh. Aua. Ja, du musst mit Space, musst du abspringen. Jetzt. Oh nein. Nein, warum hängst du denn? Oh nein, das sieht so gut aus. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, der Vogel kommt. Oh. Okay, man kann wirklich springen. Okay, ich dachte schon, what the hell. Aua, okay, das habe ich jetzt davon. Oh, hier hat's Schweine. Ja, die sind übrigens nicht so nett. Hallo. Ach, das ist wie ein Warzenschwein. Okay, easy. Ja. Ah, hab ich eine Pfeil verschossen. Nee, warte mal, die sind brutaler. Aber die halten weniger aus. Oh, dieser Kackvogel, ey, wirklich jetzt. Oh. Du fällst mir derzeit runter. Gut. Oh, guck mal, hier sind nochmal Bienengedönse. Oh, hier sind Zelt. Ja. Ah, Mann, oh! Hätten vielleicht doch töten sollen. ich habe jetzt irgendeinen Schlüssel benutzen können. Oh. Gleichschenkliche Unterschenkel haben wir doppelt. Ja. Okay. Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters. Noch Nummer 9 ist es jetzt? Hier. Was, wo bist du? Immer noch oben, hier lang. Oh, hab ich nicht gesehen, ja? Komme. Meier steht ja auch drauf, ja. Ja, macht ja Sinn. Aua! Bin wieder gegen die Stange geknallt. Oh. Dann hast du jetzt eine platte Nase. Ja, und noch ein eingedelltes Gesicht. Ladegerät. Für die Batterien. Ja, stimmt. Aber die letzte Notiz sehe ich hier nicht.
Also effektiv sind wir aber jetzt fertig, oder? Ja, wir hätten jetzt eigentlich direkt zu unserem Raft zurückgekonnt. Laut deinen Aussagen, glaube ich, dann alles gesehen, oder? Ja, warte mal, haben wir schon die neuen Koordinaten gekriegt? Wir haben das Ding noch nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Wir haben noch nicht ins Buch geguckt. Doch, ich gucke gerade ins Buch. Wir haben die neuen Karawanen noch gar nicht. Karawanen sag ich schon, ja, wegen Caravan Town. Wir haben noch keine neuen Koordinaten. Hä, wo müssen wir denn dann noch hin, Herrgott? Vielleicht haben wir was im Mayor-Haus übersehen. Hey, Mann, ich bin zu blöd, hier gerade was zu sehen, ey. Was ist denn da los? Oh je. Es ist wirklich so anstrengend, richtig zu gucken, wenn, also mit den Augen was zu sehen, wenn hier drumherum alles hell ist wie Sau. Ja, ich gehe nochmal zu dem Turm hier. Das war mit Layers of Fear so schrecklich. Oh, das glaube ich dir. Aber wie fandest du denn das Spiel so? Ja, es war eine Erfahrung. Ich meine, ich sag mal so, ich hab bei Mitch habe ich die ersten zwei Folgen angeschaut und er hat ja ganz andere Sachen gesehen als ich, weil es gibt ja Pfade. Ja, genau. Genau. Ich werde bestimmt auch andere Sachen gesehen haben als du. Ich habe das ja auch gespielt. Genau, und ich habe mir nur gedacht gehabt, Gott sei Dank habe ich das nicht gesehen, was er gesehen hat. Weil als bei ihm dieser Elchkopf da war. Ja. Ich hätte alte Fehl gedrückt. Oh. Oh. Ah. Okay, das waren alle. Wir haben alle Hinweise, wir haben alles. Jetzt können wir noch die Vorlesparty machen. Oh, Vorlesparty, freut ihr euch? Sag mal, kannst du deine scheiß Steine mal woanders hinschmeißen, bitte? Mann. Also wir können ja auch schon mal wegfahren, damit der Vogel nicht nervt. Ja, wenn ich aufs Floß komme, können wir das gerne machen. So, jetzt. 19. Oh Gott, das wird viel. Ja. Dettos Forschungstagebuch, vertraulich. Mutter hat gesagt, ich soll meine Gedanken aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Also schreibe ich sie auf. Caravan Town ist nicht viel mehr als ein Felsen, der aus dem Wasser ragt. Der Boden ist gut für Schweinezucht, dadurch haben wir etwas zu essen. Wir sind mit dem Boot hergekommen, so wie halb Jakarta. Wir durften bleiben, weil Mutter schlau ist und Vater weiß, wie man schweißt. Über mich haben sie gesagt, ich sei nur ein weiteres hungriges Maul, das ihr es zu stopfen gilt. Aber ich werde es ihnen schon zeigen. Hier ist das Problem. Caravan Town ist winzig. Die Schweine nehmen zu viel Platz weg. Sanjay, mein persönlicher Assistent auf der Insel, sagt, dass unter der Wasseroberfläche noch viel Land ist. Was, wenn wir das Wasser irgendwie loswerden könnten? Dettos Forschungstagebuch. Super mega geheim. Sanjay sagt, dass die Wasserpumpe nicht funktioniert, weil der Brunnen nicht groß genug für all das Wasser ist. Außerdem haben sich die Nachbarn über Salz in ihrem Trinkwasser beschwert. Sie meckern, weil sie nicht verstehen, dass Wissenschaft seine Zeit braucht. Ich habe Vater gefragt, warum wir stattdessen nicht einfach unter Wasser leben können. Er hat nur gelacht. Ihm fehlt die Fantasie. Zum Glück hat Sanjay mir eine Zeitung aus einem alten Buch gezeigt, das er gefunden hat. Zeichnung, Entschuldigung. Ein Anzug, mit dem man unter Wasser tauchen kann. Und ein Dom, der groß genug ist, um darunter eine ganze Stadt zu errichten. Sanjay ist wirklich ein guter Mann. Mein Name ist Sanjay. Ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Wer auch immer diese Nachricht findet, sagt kein Wort zu meinem Vater oder Dettos Vater. Detto ist ins Wasser gesprungen, um seinen Taucheranzug zu testen. Wir haben ihn aus einem Fahrrad und einem alten Taucherhelm gebastelt. Detto hat den Anzug mit Gewichten beschwert, um besser tauchen zu können. Aber er hat es übertrieben. Wir haben versucht, ihn an die Oberfläche zu ziehen, aber er steckt wohl irgendwo fest. Autsch. Der ältere Junge sagte, dass wir den Schlauch kaputt reißen, wenn wir nicht aufhören zu ziehen. Er lässt nicht zu, dass ich Hilfe hole. Sanjay ist weinend weggerannt, nachdem sie mich aus dem Wasser gezogen haben. Sehr unprofessionell. Unter Wasser zu leben wird nicht funktionieren. Durch den ganzen Seetang sieht man nichts. Viele Schiffe und Trümmerteile. Doch sie liegen zu tief und Sanjay hat zu viel Angst. Der ältere Junge sagt, die Bewohner seines Heimatlands hätten sich von den Seetang ernährt. Vielleicht ist es doch kein großer Verlust, nicht unter Wasser leben zu können. Dettos Tagebuch der Willenskraft. Wir haben etwas Seetang gekocht und Sanjay hat tatsächlich etwas davon gegessen. Wirklich mutig, dieser Sanjay. Der Seetang schmeckte wie salzige Pappe, hat aber für eine Weile unseren Hunger gestillt. Dann kam das Ganze wieder hoch, was wirklich kein Spaß war. Vater sagte, wir hätten dermaßen viel Lärm gemacht, dass die Schweine ganz verängstigt waren. Mutter kam dazu und sah aus, als würde sie anfangen zu weinen. Aber dann hat Sanjay einen fahren gelassen und sie konnte nicht aufhören zu lachen. Sehr schön. Dr. Hendrik sagt, es sei nichts Ernstes. Er wolle jedoch wissen, ob wir Fleisch gegessen hätten, aber wir hatten unsere Portion noch nicht bekommen. Das schien ihn zu beruhigen. Dr. Hendrik sah sehr müde aus und vor seiner Hütte standen die Menschen Schlange. Sanjays Vater wartete vor unserem Haus. Er sagte, ich hätte einen schlechten Einfluss auf seinen Sohn und hat ihn weggezerrt. Die glauben, dass jetzt mit meinen Experimenten Schluss wäre. Aber die Wissenschaft hält niemanden auf und Detto erst recht nicht. Dettos Experimentiertagebuch, Versuch Nummer 733.
Diese Flussleute haben erzählt, dass es kaum noch trockene Orte gibt. Sie sagten, dass Caravan Town das größte Stück Festland ist, das sie auf ihren Reisen gesehen haben. Anscheinend ist der gesamte Planet überflutet, aber es gibt noch andere Planeten. Vater hat mir geholfen, die Rakete zusammenzuschweißen und Liang und Heng haben das nötige Feuerwerk besorgt. Vater musste sich bei allen für die Explosion entschuldigen. Sie haben mir meine Werkzeuge abgenommen, mein Ein und Alles. Nach dem Knall sind sie alle weggerannt. Feiglinge, allesamt. Außer natürlich Sanjay. Sanjay ist mir wirklich eine große Hilfe. So, next. Vater sagte, dass wir diesen Ort verlassen müssen. Etwas stimmt nicht mit den Schweinen. Mutter hat all unsere Fleischrationen gepökelt, weshalb wir nicht krank geworden sind. Aber Dr. Henrik sagt, dass bald alle krank würden. Sanjays Vater ist erkrankt und er hat nie auch nur ein Stück Fleisch angerührt. Etwas macht die Runde in Caravan Town und die Stadt ist nicht groß genug, um es aufzuhalten, selbst wenn alle Kranken an einem einzigen Ort untergebracht werden würden. Sanjay sagt, dass wir uns wiedersehen werden, aber der Ozean ist so unendlich groß. Wir werden zum nächsten trockenen Ort aufbrechen. Wie wahrscheinlich alle anderen auch. Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl. Samir, ich schreibe dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du aus meinen Fehlern lernen wirst. Ich war Leiter des Projekts Reformation. Unser Ziel war es, die tote Erde Afrikas wieder fruchtbar zu machen. Wir haben Flüsse ausgehoben und Bäume gepflanzt. Ich musste sogar lernen, wie man einen Traktor steuert. Irgendwann werde ich dir erklären, was das ist. Es wurde immer heißer und heißer und die Arbeit wurde immer schwerer und kostete immer mehr Geld. Was den Eigentümern dieses Geldes nicht gefiel. Geld war etwas, mit dem wir gehandelt haben. Man konnte es nicht essen. Ja, nicht einmal ein Loch damit stopfen, aber es war wertvoller als alles andere auf der Welt. Ich hätte etwas sagen sollen, aber stattdessen habe ich zugelassen, dass anderen die Schuld zugeschoben wurde. Dann sind die reichen Leute gegen Süden verschwunden und jetzt ist außer kargen Felsen nichts mehr übrig. Früher streckte sich das Land bis hinter den Horizont. Man konnte ewig rennen, ohne jeden Ozean zu erreichen. Es tut mir leid, dass du das nie zu Gesicht bekommen wirst. Denke mal an den Worte Samir, vergiss sie nicht. Und wenn du einmal Land findest, halt es in Ehren und teile die Erinnerung an all die Dinge, die wir verloren haben, mit anderen. Deine Mutter Miriam. Gemeinsam unter einem Segel, die Floßdörfer Indonesiens. Nach der Überflutung Jakartas und dem Verlust des größten Teils des philippinischen Festlands bauten die überlebenden Flüchtlinge schwimmende Städte aus einer Vielzahl treibender Schiffe, mit denen sie sich auf die Suche nach neuen Ufern begaben. Wir leben von Tag zu Tag, entgegnete Kiptagiam, einer der ersten Bewohner dieser Floßstädte, auf die Frage unseres Reporters zu den dortigen Wohnverhältnissen. Die Städte werden zum größten Teil von den Meeresströmungen getragen und scheinen kontinuierlich zu wachsen, was erhebliches Bedenken bei Küstenbehörden hervorruft, welche der Meinung sind, dass sie ein mögliches maritimes Sicherheitsrisiko darstellen. Trotz dieser Bedenken und ihrem planlos wirkenden Design glauben viele daran, dass diese Floßstädte eine echte Alternative zu den Zufluchtsorten darstellen, die gerüchteweise im Auftrag reicher Investoren am Nordpol gebaut werden. Auf die Frage nach einem Kommentar... Seit drei Tagen bin ich in dieser Hütte gefangen. Ich fühle mich hundeelend. Es wäre nicht angebracht, in meinem Zustand Patienten zu behandeln. Und die Leute hier wissen das. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mich hier zurücklassen. Salmonellen, das muss es sein. Die Schweine hier leben wahrscheinlich schon seit dem letzten Jahrhundert an diesem Ort. Sie müssen infiziert gewesen sein und wir waren nachlässig. Wir haben seit Monaten kein anderes Fleisch gegessen. Ich war so froh über das Fleisch, dass ich die erste Krankheitszeichen bei den Schlachtern übersehen habe. Es ist mir gelungen, den Hängen genügend Antibiotika zu erbeuten. Um die ersten Erkrankten zu behandeln. Aber es war nicht genug. Sie werden die Brücke abbrechen, die uns im Moment noch mit den anderen Inseln verbindet. Der Rest bereitet sich auf die Abreise vor. Es spielt keine Rolle. Caravan Town ist nichts weiter als ein Felsen, eine Stadt aus Schrott. Früher oder später werden sie eine neue Stadt errichten. Dr. Henrik Scholl. Das war's. Ja, das war's. Gut, ich würde sagen, wir beenden. Das würde ich doch auch sagen. Dann bedanke ich mich wieder bei euch allen fürs Dabeisein und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, ich hoffe, dass wir dann Tangaroa erreichen. Bis dahin. Ja, und ich wollte auch sagen, dass ich mich auch freue. Also nicht nur Bladi, sondern auch. Du freust dich auch? Ja. Ey, jetzt wird es aber hier ein bisschen übertrieben, ne? Da freue ich mich jetzt nicht mehr. So. Ja, Pech gehabt. Gut, tschüss.